Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Diese Woche kam wieder eine neue Upgrade-Box und was ich daraus gemacht habe, das seht ihr nach dem Intro. Wie ihr seht, kam die Upgrade-Box wieder in ihrem provisorischen Design. Upgrade hatte bei Instagram zum Beispiel auch sich dafür entschuldigt. Also ich finde es jetzt gar nicht so tragisch. Irgendwie sind die noch in der Entwicklung des endgültigen Designs, so wie ich es verstanden habe. Ich habe natürlich erstmal wieder alles rausgenommen, um mir einen Überblick zu verschaffen und rauszufuchsen, welche Reihenfolge ich jetzt machen möchte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne meinen HelloFresh-Gutschein verwenden. Da gibt es 60 Euro auf eure ersten Boxen. Ich habe schon HelloFresh, ich brauche den Gutschein nicht, deswegen viel Spaß damit, wenn ihr Interesse habt. Das Kunstwerk diesen Monat kommt von einer Künstlerin namens My Weird Art. Die kommt aus den Niederlanden, genauer Amsterdam. Und ich finde, dass ihr Stil so ein bisschen was von Picasso hat. Hoffentlich nimmt mir das jetzt keiner übel, dass ich das vergleiche. Aber so diese Formen, verschiedene Perspektiven, alles so sehr abstrakt und diese gedeckten Farben erinnern mich total daran. Hier unten könnt ihr auf jeden Fall ihren Instagram-Account sehen, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr den Stil richtig klasse findet. Die Sticker passen natürlich wieder perfekt zum Stil, also sind natürlich auch entworfen von dieser Künstlerin und ich finde die richtig süß. Als allererstes hatte ich dann dieses Skizzenbuch in der Hand und es kam mir so bekannt vor. Und tatsächlich, wir hatten schon mal so eins in der Upgrade-Box. Und zwar war das die Box, in denen die ganzen Acrylmarker drin waren. Und auch da war ich schon ziemlich begeistert von diesem Skizzenbuch. Ich glaube, das wird extra für Upgrade hergestellt. Da drin sind 10 Seiten mit 200 Gramm schwerem Papier. Und es ist leicht strukturiert. Also ich finde, es ist genau die richtige Mischung zwischen strukturiert und nicht strukturiert. Also nicht zu glatt und auch nicht zu grob. Und ist perfekt für Nasstechniken geeignet, also zum Beispiel Aquarell und Gouache. Und dann kam wieder mein Lieblingspart. Ich konnte endlich das Papier aufreißen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Papier aufreiße, platzt einfach mein Kopf. Also, ich meine, hallo? Guck mal bitte, wie viel da drin ist. Ich bin jedes Mal so geflasht, weil das halt auch nicht einfach irgendwelche No-Name-Sachen sind, sondern wirklich namenhafte Firmen. Wie Ecoline, Van Gogh. Das sind ja wirklich Firmen, die man kennt. Einfach krass, einfach wow. Okay, komm wieder runter. Diesmal waren dabei 4 Ecoline Brush Pens in Türkisblau, Pastellgelb, gelber Ocker und Schwarz. 3 Van Gogh Aquarelltuben in den Farben Türkisgrün, Indigo und gelber Ocker. Also spätestens jetzt war das Farbkonzept klar. Auf den Tuben kann man immer richtig gut erkennen, wie hochwertig die Farbe ist. Weil diese Kreuzchen, die da drauf sind, sagen einem, wie lichtecht eine Farbe ist, also wie beständig. Bei dieser Farbe war es so, dass die Bilder, die man damit malt, bei Museumsbedingungen über 100 Jahre halten würden. Dieser weiße Kasten neben den Kreuzchen zeigt, wie lasierend oder deckend die Farbe ist. Und in diesem Fall ist es eher transparent. Es ist ja auch Aquarell. Aquarell ist generell eigentlich eher transparent. Und die Zahl daneben ist halt die Farbnummer. So kann man die Farben auch leichter identifizieren, wenn man die zum Beispiel nachbestellen möchte oder so. Als nächstes fiel mir dann dieses Fläschchen in die Hand. Ich dachte, was? Brush X? Was ist das denn? Auf der Rückseite von der Flasche stand dann, dass man mit diesem kleinen Fläschchen tatsächlich permanente Tinte verschwinden lassen kann. Also zum Beispiel den Inhalt von den Ecoline Liners, wenn man sich vermalt hat. Finde ich total krass. Ich habe das vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und ich dachte mir sofort, ja, das kann das ein oder andere Mal schon ganz schön hilfreich sein. Über den Micron brauche ich eigentlich nicht viel sagen, kennt man. Ist halt wasserfeste Tinte. Die soll angeblich Wasser als auch Alkohol standhalten. Also kann man angeblich auch mit Alkoholmarkern gut verwenden. Der aus der Box hatte jetzt die Stärke 10. Das ist meines Wissens, abgesehen von einer Brushspitze, die größte Größe vom Micron. Zum Bleistift lässt sich jetzt auch nicht viel sagen. Ist halt ein normaler 2B-Bleistift. Also er tut, was er soll. Und in dieser kleinen Broschüre, die zuletzt noch in diesem Papier lag, war ein Pinsel drin. Und zwar von Da Vinci. Noch so eine Firma. Da Vinci. Es war ein flacher Pinsel in der Größe 6. Ich fand ihn sehr angenehm, also der Holzgriff war schön, natürlich noch, also man hat richtig gemerkt, dass das noch so ein bisschen rauer war als jetzt so ein glatt polierter Pinselgriff und
Er hatte Synthetikfasern und die waren richtig schön weich, obwohl ich hätte mich auch über so einen Katzenzungenpinsel gefreut eigentlich. Ich mag die jetzt total gerne. Das, so einer war schon einmal in der Upgrade-Box drin, seit ich die habe und ich liebe diesen Pinsel einfach. Dann habe ich mir die Bottlepost geschnappt und wollte so ein bisschen durchblättern, mir ein paar Infos holen, vor allen Dingen über das Brush-Ex, weil ich das ja vorher noch nie gehört hatte. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Druckfehler in dem Heft war. Und zwar ist der Text von dem Brush-Ex und der Text von den Ecolines der gleiche. Das war ein bisschen doof, weil ich mir ja eigentlich Infos über dieses Brush-Ex aus dem Magazin holen wollte. Und das war dann leider nicht mehr so möglich. Zum Glück gab es aber noch eine zweite Doppelseite, wo auch noch so ein paar Infos drin waren. Deswegen war es dann nicht ganz so schwer zu wissen, wie das Ding funktioniert. Dann habe ich mir halt noch so ein paar Tipps, so ein paar Tricks in dem Heft angeguckt, um mich besonders nicht dran zu halten. Aber dann wollte ich unbedingt selber ran. Da ich ja die Ecoline-Stifte selber besitze, habe ich mir dann gedacht, ah komm, ein paar Farben davon kannst du ja mitbenutzen. Ich hatte aber trotzdem das Ziel, in der Farbgebung zu bleiben, die von der Upgrade-Box vorgesehen war. Als allererstes habe ich dann die Sachen erstmal geswatcht. Also eigentlich brauche ich Swatchen nicht mehr erklären, aber ich wollte erstmal gucken, wie sich die ganzen Sachen so verhalten. Und vor allen Dingen wollte ich das Brush-Ex unbedingt ausprobieren. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Ecolines sich nicht so mit Wasser haben reaktivieren lassen. Aber ist ja auch klar, sie sind ja auch permanent. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass sie sich besser mit Wasser vermalen lassen. Aber war halt nicht so. Das war ein bisschen blöd, weil das hat das dann doch noch ein bisschen eingeschränkt. Meine Kreativität. Ich finde das halt auch manchmal sehr schwierig, wenn die Farben so extrem gesättigt sind und man dann keine Verläufe bilden kann. Dann ist das immer nicht so leicht, damit zu arbeiten, für meinen Geschmack. Ich habe dann aber nochmal ausprobiert, erst Wasser aufzutragen und mit dem Ecoline dann reinzumalen. Das hat in gewisser Weise auch ganz gut funktioniert, aber es ist halt schwieriger in der Handhabung, als wenn man erst malt und dann mit Wasser das verteilt. Das Brush-Ex oder der Brush-Ex war auf jeden Fall der Hammer. Ein Tropfen und das Papier war weiß. Also es war wirklich krass, außer bei der schwarzen Farbe. Da hat es so einen gelblichen Fleck hinterlassen. Das sah wirklich ein bisschen eklig aus. Da hat es nicht funktioniert, aber bei allen anderen perfekt. Und danach habe ich diese geile Aquarellfarbe von Van Gogh ausprobiert und ich war schockverliebt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die Tuben haben sich schon so hochwertig angefühlt, die waren so prall gefüllt. Ich habe das aufgeregt und hatte das Gefühl, es kommt mir gleich entgegengeschossen. Die Farbe war super cremig, man hat nicht viel gebraucht auf der Palette und man konnte damit eine ganze Seite füllen gefühlt. Also es war wirklich, wirklich gut. Und wie gleichmäßig die getrocknet sind. Man konnte so richtig schöne, ebene Flächen damit malen. Würde ich jedem empfehlen, der gerne mit Aquarellfarbe malt. Einfach nur satisfying. Obwohl ich die Microns ja kannte, habe ich mir gedacht, teste ich trotzdem mal. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit den Ecolines. Und gut, dass ich das gemacht habe, weil das nicht geklappt hat. Also als ich mit dem Ecoline mit dem hellsten Ecoline darüber gemalt habe, ist der leider verschmiert. Das fand ich ein bisschen schade, weil ja eigentlich drauf stand, dass der dem standhalten kann. So, dann hatte ich aber genug getestet. Und dann war natürlich die Frage aller Fragen, was soll ich denn malen? Das Thema in diesem Monat war, ich kann es nicht aussprechen, Miraculous Creatures, also Wunderwesen oder Fabelwesen. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass ich mich diesen Monat mal ein bisschen mehr nach dem Künstler richte, der in der Box gefeatured wird. Und zwar habe ich dann angefangen, einfach blind mit einer durchgezogenen Linie irgendwelche Formen auf das Blatt zu bringen. Und in diesen Formen wollte ich dann versuchen, irgendwelche Tiere und irgendwelche Wesen zu erkennen. Also der Kreis zum Beispiel war für mich eindeutig eine Katze. Und darüber, klar, ein Wal. Und ganz oben, klar, ist nicht zu übersehen, eine Raupe. Und so habe ich mich dann entlang der Formen gehangelt und versucht, so viele Tiere wie möglich zu entdecken. Am Ende wurden es tatsächlich 10 Tiere. Aber seht erstmal selbst.
Als ich dann fertig war mit diesem Bild, dachte ich so, ja, sieht cool aus, aber irgendwie hat mich das nicht so richtig gecatcht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlte sich das so leicht an. Also leicht, das hört sich jetzt blöd an, aber es fühlte sich nicht so an, als hätte ich angemessen viel Zeit da drin investiert. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen wollte ich noch ein zweites Bild malen und habe mich dann für ein mysteriöses Wesen entschieden. Und sowas mache ich ja eher selten. Und zwar sollte es so eine Art Greif sein. Wie gesagt, ich habe versucht, überwiegend die Farben aus der Box zu nehmen, aber ein bisschen eigene Farbe habe ich dann doch noch reingebracht. Und ich finde, das Ergebnis ist eigentlich ganz schön geworden. Aber guckt erstmal, was da entstanden ist. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe ein bisschen einen feineren Micron genommen, weil der 10er war mir dann doch ein bisschen zu fett. Ich habe den an manchen Stellen dann doch noch eingesetzt, aber tatsächlich habe ich es ein bisschen bereut. Ich weiß nicht, aber ich finde, der lässt das so ein bisschen unordentlicher erscheinen, als hätte ich nur eine Strichstärke verwendet. Im Hintergrund habe ich dann einen rosanen Icoline verwendet, den hatte ich halt noch im Schrank und dadurch hat das so ein bisschen eine Art Sonnenuntergangsfeeling gekriegt. Aber ansonsten habe ich komplett die Farben aus der Box genommen. Das war dann das Ergebnis und ich muss sagen, ich bin diesen Monat sehr unsicher, ob ich das cool finde oder nicht. Also ich finde, beide haben irgendwie ihre Reize, aber weiß ich. Ich bin sehr unsicher. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, welches ich einreichen soll. Natürlich möchte ich beim Battle wieder mitmachen, aber ich kann mich null entscheiden, welches jetzt das bessere Bild ist. Es wäre richtig cool, wenn ihr mir dabei helft. Schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Bild ihr besser findet und welches ihr einreichen würdet. Das Bild, was euch am meisten gefällt, werde ich dann morgen bei Instagram posten. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da, wie immer. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Muss ein bisschen rübergehen für das Thumbnail. Okay.